Also, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, das wird jetzt dann besser werden mit dem Ton. Was muss ich machen? Ich habe jetzt die restlichen vier Portale ausgedruckt mit dem 3D-Drucker, PLA-Drucker, und muss jetzt grau anmalen. Da ich so viel Grau brauche, andauernd habe ich mir jetzt wirklich eine graue Farbe einmal besorgt, und zwar Naturgrau. Man braucht ihn nicht immer abmischen. Und das tun wir jetzt da einmal rauf. Und der Pinsel habe ich jetzt einmal geschaut, dass er ein bisschen weicher wird. Ja, und jetzt da malen wir mal. Aber da habe ich auch noch was. Da haben wir so ein Dings geholt, damit ich mich nicht immer so anklicke. Und jetzt malen wir diese 8 Stücke, wenn man die oberen extra rechnet, einmal an. Wie das zum Anmalen geht, das wisst ihr ja eh. Das will ich jetzt euch nicht was großartig zeigen. Schauen muss man halt, also ich habe da jetzt ein bisschen einen festeren Pinsel, der härter ist, weil dann geht er besser in diese Rillen hinein, und ja, dann kriegt man auch eben Farbe in die Rillen, das wir ja auch haben wollen. Und wenn wir den angemalt haben, müssen wir dann sowieso warten mit dem Trocknen, und wenn das dann trocken ist, dann geht die restliche Bearbeitung weiter. Jetzt habe ich ein helleres Grau, das heißt, ich muss dann sowieso noch ein besseres Weathering machen, Verwitterung machen oder auch eben noch was mit Schwarz drüber melieren, und dass das dann wirklich gut ausschaut. Falls ihr im Hintergrund die Kinder hört, meine zwei kleinen Enkel, sind gut drauf, die machen gerade, spielen gerade miteinander, deswegen auch der Alex nicht jetzt beim Malen dabei, obwohl er eigentlich das schon könnte. So, zwei Leute, wir haben heute eine neue Show, und Robert, was machst du da? Na, die Farbe brauchen wir jetzt weiß, schwarz, gell? Und das machen wir jetzt da, du kriegst dann den Pinsel da. Das machen wir mal ganz flüssig. Warte, das macht der Opa jetzt einmal. So. Leute, ich weiß nicht, was heute los ist. Wow. Was ist? Ich frage dich, warum du immer so lange brauchst. Ja. Jetzt tust du es ein bisschen vermischen, ich mal da schon ein bisschen. Ja, aber ganz. Ich mal da schon ein bisschen. Schau, machst das mit dem ganz wenig das drauf. Und das verwischt das rüber, gell? So, also ganz leicht. Ja, wir brauchen jetzt nur, dass da ein bisschen das Hellgrau ein bisschen dunkler kriegen, und dass das ein bisschen mehr ausschaut wie Hast du jetzt zu stark? Ja, schau, du brauchst nur noch einmal drüber fahren, ne? Darf ich jetzt? So, probier. Okay, ich. Nicht viel eindunkeln, gerade ein bisschen, ne? Und ich fange mal da um. Das war wohl ja zu wenig. Lass den Opa mal eindunkeln. So. Und schön verwischen, gell? Oh nein, habe ich. Ja, du verwischen. Du dann da weiter und verwischen. Ne? Immer gleich weiter. Okay. Weil eben dadurch machen wir das jetzt da eben ein bisschen dunkler. Während gleichzeitig aber. Wieso müssen wir jedes Mal nur hell machen? Ich fange schon mal da an noch.
Zuschauer, wie ihr wisst, ist der Opa auch der schnellste von allen. Ne, das ist ja nett. Aber wenigstens der Düsenjet. War schneller wie du, der war's, ne? Was? Bisschen schneller wie du bin ich. Du bist ein bisschen schneller als ich. Mhm. Komisch. Leute, ihr wisst, der Opa wird einmal verlieren und ich einmal gewinnen. Das ist halt so. Da geht ja nicht um Verlieren und Gewinnen, Schatze. Dann machen wir einfach die Arbeit, damit das dann toller ausschaut. Habe ich ein bisschen zu viel Schwarz genommen? Na, ja, passt schon. Ja. Opa hatte ja auch genug. Also jetzt ein bisschen dunkel, okay. Ich mach dunkel. Okay. Wie ihr wisst, Opa ist immer schneller. Ein bisschen mehr, weil dann habe ich auch ein bisschen mehr Schuhe. Die Mauer sieht aber recht schwarz. Wieso machst du sie dann so hell? Na, das Grau ist hell. Ne? Und zuerst tut man mal ein bisschen helleres Grau. Und dann machen wir schwarz. Und das ist ein bisschen drüber. Mit Schwarz aber eben sehr flüssig. Mit dem jetzt das Wasser schön dazu. Ich habe irgendwann mal gehört von dir früher, dass dich das D stört, das D. Ja, ja, das mache ich dann mit der Bepflanzung des Moos. Weg. Mhm. Ist es ein bisschen zu dunkel? Dann wieder einfach verreiben wieder. So reicht. Dann einfach da das hernehmen und da hernehmen und dann wieder verreiben, gell? Habe ich ein bisschen zu dunkel gemacht. Nein, passt schon. Wie ihr wisst, es geht heute. Ihr dürft jetzt nicht so viel umplappern, weil wir müssen uns konzentrieren gerade. Und wer plappert denn herum? Na du! Ich blabber gar nicht herum. Du blabberst die ganze Zeit. Wieso? Na, wö. Na du bist der Blabberer! Wer redet denn die ganze Zeit? Na du! Ja, freilich. Ja. Nimm mal ein bisschen mehr. Ist das hier zu viel Schwarz? Einfach Also, lass so. Nachholen, sondern einfach das, was du hast, dann noch ver. Nein, dann, wenn ich aus habe, dann kaufe ich eh noch. Man kann zum Beispiel da noch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Ups. Corona. Und dann kann man, wenn man das macht, das. Nur für was musst du Filme machen? Hm? Für was musst du Filme machen? Ja, damit die Leute sehen, wie wir das machen. Ne? Damit sie das zu Hause dann auch allein machen können. Zum Beispiel, wenn jemand das noch lernt, dass er das weiß, wie er das macht. Ja, genau. Oder manche schauen einfach gern zu. Ne? Und wieso schon? Und wieso müssen. Wollen manche das nachmachen, so wie wir? Wir, weil sie auch eine Eisenbahn haben. Eine Moba. Eine Bayern. Alex Moba Opa. Naja. Weißt du, wie ich unsere Lokbarstadt nennen würde? Alex Moba Opa. Hm? Boah. Ich wäre schon mal fast fertig. Jetzt an den Zeit noch. So. Also wenn man sieht, so schaut es jetzt nach dem aus, wenn wir eben das schön mit dieser schwarzen, flüssigen Schwarz eben noch nach behandeln. Und dann kommt ja später noch das Weathering. Ich habe ein bisschen dunkler wie du gemacht. Ja, das tun wir ein bisschen verteilen mehr. Ja, dann. Dann tun wir ein bisschen Wasser dazu. Ja, aber dann ist es noch dunkler. Nein, passt schon. Du weitermachen. Ich probiere jetzt, mache gerade das Weathering, also das Altern für die Tunnelportal. Habe noch mit Grau und Schwarz ein bisschen meliert. Auch mit diesem Brostpulver, wie ihr vielleicht sehen könnt. Mal schauen, ob wir noch mehr Licht herkriegen. So.
Rostpulver. Und was ich jetzt auch mache, ich versuche da Moos. Wie mache ich das? Ich habe es zuerst probiert mit dem Leim, mit dem verflüssigten Leim, aber da haltet das nichts. Ich habe da so Maigrün, ist das eigentlich, ne? Vom Busch in dem Fall. Habe ich selbst gekauft, keine Werbung. Habe es zuerst versucht mit Leim, aber der Leim haltet nicht. So dass die Dings so bleiben. Jetzt da habe ich das eben. Verwende ich diesen Uhu Blast Spezialkleber, Modellbaukleber, auch selbst gekauft, keine Werbung, und gebe dann immer wieder so einen Tropfen rauf, aber nicht mehr, hole mir dann so ein kleines Büschel raus. Also ihr seht eigentlich nicht sehr viel. Mit der Pinzette legt es einmal drauf und drücke es dann mit der Rückseite von der Pinzette so drauf, wie ich das haben möchte. Und im Endeffekt schaut es dann so aus. Und ich finde, das schaut recht gut aus. So ist da wirklich ein Moos gewachsen sein. Und das haltet eigentlich sofort. Also das ist nur so ein Tipp von mir. Meine Erfahrung eben mit dem Leim, also das ist der Leim, flüssigten Leim haut es nicht hin. Vielleicht mit dem nicht verflüssigten kann man natürlich probieren. Ich habe jetzt eben den Uhu Blast Spezialkleber da jetzt verwendet. Ich müsste natürlich auch mit einem anderen Kleber gehen. Und das haltet dann recht gut und schaut da recht gut aus. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen eine Idee bringen können. Also ihr seht, ich habe da auch was das den Ruß betrifft, also den Rost, den habe ich eher so da oben rauf und da unten, weil ich mir gedacht habe, dass da immer wieder von die Räder eben rüber geblasen wird, sodass der hängen bleibt, aber auch oben. Früher natürlich durch die Dampflocken hat es da natürlich auch noch ein bisschen schwarz gegeben. Das werden wir dann auch noch, das kann man ja auch noch machen. Ich nehme da ganz ein verflüssigtes Schwarz und tue das dann auch noch so drüber, damit wir das so realistisch wie möglich machen. Jedenfalls schaut es dann recht realistisch aus. Und das kommt dann nochmal auf der einen Seite des Portals, auf der anderen Seite ist das Portal ein bisschen kleiner, weil das Loch auch kleiner ist. Ja, aber getrennt schaut es dann ja nicht so extrem klein, neben so würde es wirklich arg ausschauen, aber getrennt schaut es dann anders aus. Damit ihr das noch von der Nähe sehen könnt, so schaut es dann von der Nähe aus, wenn das eben auch schon drauf ist. Schaut recht gut aus mit dem Moos, schaut recht realistisch aus, wenn dann noch links und rechts auch noch Felsenstrukturen sein werden. Bin ich wirklich gespannt, wie schön ja, das ausschauen wird. Und ich auch. Und auch der Alex ist ganz, ganz, ganz gespannt. Eigentlich heiße ich Alexander, aber jeder nennt mich Alex. Genau. Also, das war jetzt das Video bezüglich der Dunkelportale, die wir bei PLA-Drucker ausgedruckt haben, angemalt haben, Weathering haben wir gemacht, das heißt auch dieses Moos ist drauf, das habt ihr ja gesehen, wie das ausschaut. Wir danken euch wieder, dass ihr mitgeschaut habt. Ja. Und was können Sie da lassen? Ein Like! Ein Like können Sie da lassen, das würde uns freuen, genau. Und was können Sie noch machen mit unserem Kanal? Mehr Videos schauen! Ja, das heißt ein Abo. Und ein Abo lassen. Und das würde uns sehr, 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 sehr freuen. Und es wird noch länger dauern, bis wir diese Stadt mal fertig haben. Und tschüss! Bye!